des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. Ewigkeit. Amen. Liebe Gläubige, Dominika in Albis, die Oktav vom Ostersonntag, welcher, wie wir wissen, die Neugetauften die weißen Kleider abgelegt hatten, die sie die ganze Woche in der Oktav getragen haben. Dominika in Albis, somit die Oktav vom Ostersonntag, der ja somit den Tag der Woche schlechthin zeichnet im Neuen Testament, den Sonntag, in welchem wir den Auferstandenen feiern, unseren Herrn Jesus Christus, und mit seiner Auferstehung unsere eigene Auferstehung, die aber, der aber ein Tod zuvor geht. Und das ist der Tod der Sünde und dem Laster. Und dieser Tod ist für uns täglich, so wie auch die darauffolgende Auferstehung täglich ist und ständig. Es ist ein ständiges mit Jesus Christus sterben und mit dem Jesus Christus auferstehen. Und dieses hat ein Prinzip, einen Ursprung, dieser Tod und diese Auferstehung. Und das ist nicht die Natur, sondern das ist die Übernatur. Und in der Natur, in der Übernatur ist es ursprünglich der Glaube. Alles, was aus Gott geboren ist, besiegt die Welt. Und das ist unser Sieg, der die Welt besiegt, unser Glaube. Das ist der Ursprung, das ist der Prinzip jenes Sterbens und jenes Auferstehens. Und somit sehen wir, dass der Glaube, sowohl er, wie wir es im Katechismus und in der Theologie lernen, seinen Sitz im Verstand hat, die übernatürliche Tugend, Kraft derer wir die von Gott geoffenbarten Wahrheiten und von der Kirche gelehrten Wahrheiten für Wahrheiten und annehmen, so sehr aber ist es das Prinzip, diese Wahrheiten, die wir glauben, die uns zum Handeln führen und aus unserem Handeln dann einen lebendigen Glauben machen. Und dieser Glaube ist dann lebendig, wenn er in der Liebe wirkt. Somit müssen wir diesen Satz des heiligen Apostel Johannes richtig verstehen, wenn es heißt, dieses ist unser Sieg, dieses ist der Sieg, der die Welt besiegt hat, unser Glaube. Dass es also nicht ein Gedankenakt ist, der den Sieg über Tod und Sünde darstellt, sondern es ist jener Glaube, der Prinzip ist unseres Handelns, das heißt unseres Sterbens und unseres Auferstehens in Jesus Christus. So wie Jesus Christus Kraft seiner Gottheit den Tod überwunden hat, so überwinden wir den Tod Kraft der Teilhabe an Jesus Christus, die wir ja haben durch die Taufe. Und diese haben wir nur, weil wir den Glauben bekennen, den katholischen. Das ist natürlich ein ganz anderes Leben als das verlogene, heuchlerische, verderbliche, verdammte Leben einer protestantischen Mentalität, die den Glauben als irgendwie ein psychologisch Festhalten ist und neben diesem psychologisch Festhalten kann ich mich dann wieder körperlich und psychologisch vollständig loslassen, vor allem im Leben der Sünde und des Lasters. Sonst hätte ja nicht Luther gelästert mit den Worten: Sündige fest,
und Glaube noch fester, so dass er meinte, ich soll nun mal ruhig sündhaft leben, und nachdem ich mich ausgelebt habe in der Sünde, dann schließe ich das alles ab mit einem Glaubensakt und das macht meine ganze Sünde wieder gut und ich bin gerettet. Das ist ein Frevel, das ist eine Lästerung und das vermehrt, wenn die Wein des ewigen Feuers. Nein, das ist also nicht so gemeint im heiligen Johannes. Es ist nicht irgendwie ein Dafürhalten das, sondern es ist ein wahrhaftes Festhalten an der Wahrheit, so, dass das auch mein Handeln bestimmt und ich über meine Natur hinaus, beziehungsweise ausgehend von etwas, was über meiner Natur ist, und das ist die Übernatur, handle und somit meine Sünde, meine Neigung zur Sünde besiege. Und das alles wird dann natürlich gekrönt sein durch die leibliche Auferstehung nach dem leiblichen Tod. Das ist uns gelehrt worden. Und das hat Jesus Christus geoffenbart in Wort und Tat. Das hat Jesus Christus den Aposteln aufgetragen zu lehren. Und das ist Gegenstand seines Aufenthaltes auf der Erde nach der Auferstehung, nämlich die Apostel und mit den Aposteln alle ihre Nachkommen und uns allen mit Sicherheit darüber zu unterrichten, dass er wahrhaft gestorben, wirklich gestorben und wahrhaft von den Toten auferstanden ist. Und die Jünger, die Apostel, die damals noch aus Angst vor den Juden fest verriegelt im Abendmahlsaal gesessen sind, bekommen den Besuch unseres Herrn Jesus Christus, der bei verschlossenen Türen eintritt und sie grüßt. Und sie erfreuen sich sehr, heißt es. Sie waren sehr glücklich. Sie waren voll des Glückes und der Freude, als sie den Herrn sahen. Wir müssen annehmen, dass das eine natürliche Freude war, die der natürlichen Angst vor den Juden entspricht und diese Angst ihnen nimmt. Aber sowohl die Angst als auch die Freude ist natürlich. Und da diese Freude natürlich ist, gibt der Herr dieser Freude gleich einen kleinen Schliff, damit sie nicht meinen, dass es bei dieser natürlichen Freude bleibt, sagt er ihnen, so wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Nun, wie hat der Vater Christus gesandt? Er hat ihn gesandt, so, dass er über den Tod und durch den Kreuzestod die Sünde sühnt und von den Toten aufersteht. Und so lehrt Jesus Christus die Apostel. Es ist schön, dass ihr voll der Freude seid, aber wisset, dass ihr bald, so wie ich, euer Blut vergießen werdet im Bekenntnis meiner Gottheit und somit euren Glauben besiegelt mit dem Märtyrertod. Deshalb bekommt auch den Heiligen Geist und Jesus Christus gibt ihnen die Vollmachten, die Sünden nachzulassen. In Abwesenheit des Apostel Thomas, der dann eine Woche später anwesend seinen Unglauben zu unseren Nützen an den Tag legend, aber dann ablegt, ohne aber für diesen Unglauben von Jesus Christus nicht gescholten worden zu sein und uns somit zwei große Lehren erteilt. Die erste ist, dass der Unglaube des heiligen Thomas die wahrhafte Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus sozusagen doppelt
bezeugt. Warum doppelt? Erstens aufgrund seines Unglaubens und seines Greifens der Auferstehung, indem er seinen Finger und seine Hand in die Seite und in die Wunden Jesu Christi legt. Aber zweitens über die Rüge unseres Herrn. Weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt, Thomas. Selig diejenigen, die glauben, ohne gesehen zu haben. Das heißt, lieber Thomas, du hättest schon vorher glauben sollen. Warum und wie? Indem du irgendwie so auf Art von Karol Wojtyla und Ratzinger und Bergoglio und was weiß ich, de Lubac, Karl Rahner, dass du irgendwie so einen Sprung ins Absurde machst. Nein. Der Glaube ist ein vernünftiger Akt. Das heißt, Jesus Christus rügt den Thomas, dass er nicht an das vernünftige, glaubwürdige und somit genügende Zeugnis der Aposteln und der heiligen Frauen geglaubt hat. Und das ist ja das, was wir tun. Wir glauben aufgrund der Glaubwürdigkeit der Offenbarung und der Zeugnisse dieser Offenbarung. Und somit wird er deshalb gerügt. Und der heilige Johannes fügt hinzu, Jesus tat in Anwesenheit seiner Jünger viele andere Wunder, die aber nicht in diesem Buch geschrieben sind. Gott sei Dank, liebe Gläubige. Das ist eines der wichtigsten Momente geschrieben, in welchen wir erfassen, dass das, was nicht geschrieben ist, dem Geschriebenen vorausgeht und über dem Geschriebenen steht. Die Tradition somit, die mündliche Überlieferung ist chronologisch und, was die Autorität anbelangt, höher als die Heilige Schrift. Und wir haben die Zusicherung seitens Jesu Christi, dass eben diese Überlieferung und diese Weitergabe der Wahrheit und des geoffenbarten Glaubens nie versiegen wird bis zum Ende der Welt. Die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Deshalb ist es ein Glaubensmangel, wenn man meint, sagen zu müssen, diese Männer lehren das Gegenteil von der Wahrheit, ja sogar positiv den Irrtum, aber sie sind Päpste. Aber sie sind die Hüter der Wahrheit. Das ist eine Absurdität. Das ist nicht Glauben. Der Glauben besteht darin, dass ich so sicher bin, dass die Verheißung Jesu Christi wahr ist, dass genauso wie der Luther automatisch draußen war, aus der Kirche, auch noch bevor es das Lehramt und ein kirchliches Urteil beschlossen hat, war er schon draußen. Und als ein für draußen Seiender erkennbar von jedem Katholiken auf der Welt. Und somit ist es ein Glaubensmangel, nicht zu erkennen und nicht das Erkenntnisurteil kräftig zu wiederholen, dass diese Männer, ganz gleich, ob sie jetzt guten oder schlechten Glaubens sind, aber dass diese Männer, die vermeintlich die Nachfolger Petri sind, seit Johannes den 23. eingeschlossen,
dass das Päpste sein. Das geht letzten Endes gegen den Glauben an Jesus Christus, der eben und seine Verheißungen. Es ist wohl merkwürdig, dass genau das gleiche Argument von denjenigen ja dann ins Feld geführt werden, die die Absurdität behaupten, dass ein die Heresielehrender tatsächlich ein Nachfolger Petri sein kann. Schiedsrichter ist somit die Wahrheit selbst. Und letzten Endes Schreiber dieses Schiedsrichters ist wohl dann der Hausverstand. Vieles lernen wir also an diesem Sonntag in Albis und wiederholen gerne diese großen Wahrheiten, nicht um Fachsimpelerei, Fach zu simpeln, so wie man sagt, sondern um sicher und fest unseren Glauben an den Auferstandenen zu erneuern und erneuernd zu leben und in ihm lebend, der Sünde sterbend und das so oft als möglich am Tag, jedes Mal, wenn wir eben die Versuchung, die Schwäche, die Sünde meidend besiegen und die Tugend üben. Das ist die Gnade, die wir die allerseligste Jungfrau Maria bitten. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.